Mona Bratrich, wir haben schon wieder viele verschiedene, sehr schwierige Wörter gelernt. Und zwar einmal das Wort Kulturrucksack. Dann kennen wir das Wort Schulkulturkontaktstelle. Mhm. Und jetzt haben wir ein ganz einfaches Wort und das ist das Wort Scout. Und der Scout hat die Aufgabe, ja, welche eigentlich? Der Scout ist so ein Wegbegleiter und Weltöffner, sagen wir immer. Also wir haben in Duisburg für den Kulturrucksack 5 Scouts und wir sind in 5 Schulen, also alle weiterführenden Schulen und in einer Jugendeinrichtung und wir machen Kulturrucksack AGs. Das heißt... Und die sind freiwillig, habe ich vorhin gelernt. Manche sind freiwillig, an manchen Schulen sind AGs verpflichtend, aber dann wählen die Kids uns ja trotzdem. Okay. Einigermaßen freiwillig. Weil Kulturrucksack ist der größte überhaupt und da will jedes Kind hin. Ja. Also so zwischen 12 und 14? Zwischen 10 und 14. 10 und 14. Also am Anfang wissen die ja gar nicht, was ist das überhaupt. Und deswegen sind wir erstmal auf so eine Werbetour durch die ganzen Klassen gegangen und haben denen das vorgestellt. Aber dann war der Andrang schon ziemlich groß. Ja, was ist denn das jetzt überhaupt? Das ist... Im Prinzip machen wir so eine Reise-AG dann durch die ganzen Kulturinstitutionen in Duisburg. Und es ist immer mit Mitmachaktionen verbunden, nicht einfach nur mit Konsumieren. Das gehört auch dazu, aber das steht nicht im Vordergrund, weil die sollen einfach ihre eigene Kreativität wieder entdecken. Und das sind beispielsweise Töne, die man auf dem Weihnachtsmarkt aufnimmt? Beispielsweise Töne, die wir auf dem Weihnachtsmarkt aufnehmen. Das war total witzig eigentlich. Die hatten den Wunsch, ein Video zu drehen und haben sich so eine Weihnachtsgeschichte ausgedacht und wir wollten den Ton dazu gerne selber machen. Wir wollten nicht einfach irgendein Lied nehmen, was es schon gibt. Weil das geht ja auch aus rechtlichen Gründen nicht. Das geht aus rechtlichen Gründen nicht, naja, für den Privatgebrauch schon. Okay. Aber es ist dann ja trotzdem was anderes, als wenn man alles daran selbst gemacht hat. Ne? Also die Kreativität wächst. Auf jeden Fall, ja. Okay. Und am Anfang sind wir über den Weihnachtsmarkt gegangen und alle so, was sollen wir denn aufnehmen? Und irgendwann kam das so von ganz alleine, so, hier ist noch ein cooles Geräusch, hier ist noch ein cooles Geräusch. Und dann haben die auch selbst einfach, also wir haben dann auch das Fußgetrappel aufgenommen. Also man und entdeckt plötzlich Geräusche, von denen man vorher selbstverständlich voraussetzt, die sind da. Die sind da, genau. Okay. Und man weiß vorher gar nicht, dass man daraus auch was machen kann, dass die irgendwie spannend sein können. Ja. Und dann haben wir letztendlich auch ein Lied daraus geschnitten. Und dann auch ein Video dazu gedreht. Okay. Das Video muss ich leider noch schneiden, aber das ist in Arbeit, genau. Okay, und was passiert da mit dem Video? Das wird dann innerhalb der Gruppe aufgeführt? Oder? Das kriegen die Kids. Das okay. wird wahrscheinlich am 21. März gezeigt bei der Abschlussveranstaltung vom Kulturrucksack, der mit den Akzenten auf den Tag der Schulkultur fällt. Genau, und das kommt dann auch auf unsere Homepage. Jetzt ist ja im Scouting wahrscheinlich besonders schwierig, dass diese Gruppe als nicht ganz richtig tickend im Kopf gilt. Das hört sich jetzt böse an, ist aber gar nicht so gemeint, weil halt einfach pubertäre Dinge stattfinden, die ständig zu neuen Meinungen, zu neuen Sichtweisen etc. führen. Auf jeden Fall. Ist das für einen Scout dann in dem Moment besonders schwierig oder was macht der Scout? Es ist schon manchmal am Anfang komisch, weil ich habe zum Beispiel ein Mädchen, ich finde die total toll, aber die fängt immer an mit, boah nee, ich will das nicht machen, ich hasse das voll. Aber macht's dann doch. So, die sagt 10-mal am Tag, ich hasse voll. Ja. Aber wenn man dir sagt, boah, irgendwann mache ich eine Strichliste, wie oft du am Tag ich hasse sagst, dann findet ihr das auf einmal auch mega witzig und denkt auch drüber nach, aber sie macht trotzdem alles mit. Das ist nur erstmal so eine Grundeinstellung, so, boah, ich hasse voll. Aber dann, wenn man die so anzündet, und ich meine, ich zünde die auch an, weil ich mache mich selber auch zum Deppen so. Ich mache mit halt, ne? Also mit anderen Worten, die betrachten dich als ihresgleichen im nicht ganz. Ich glaube schon auch so aber nach kurzer ein bisschen Zeit, als Vorbild auch, ne? Ja. An dem sie sich orientieren können. Nochmal was anderes als zu Hause und was ganz anderes als Lehrer. Okay. Und ich bin ja auch so eine Brücke. Also nicht so gefährlich? Gefährlich bin ich nicht. Ja. Die vertrauen sich mir auch an. Und ich bin ja auch eine Brücke dann zur Kultur. Okay. Also die merken auf einmal, boah, ich kann mit der Sachen machen, die hätte ich sonst niemals gemacht. Okay. Und zum Beispiel? Ja, zum Beispiel das mit dem Musikvideo hätten die von alleine niemals gemacht. Weil die sich nicht trauen oder weil die... Wahrscheinlich, also, nee, aber weil die brauchen einen Anschub. Die denken da gar nicht drüber nach. Ja, die brauchen einen Anschub. Genau, ja. Okay. Es ist ja so, die überlegen nachmittags, was mache ich? Einfacher ist es natürlich, irgendwie, keine Ahnung, sich einfach nur so zu treffen und zu reden und... so ganz normale Dinge einfach zu machen. Ne? Okay. Und dann haben die so einen Anschubser, genau. Und das Ganze ist ja jetzt praktisch darauf ausgerichtet, ja gerade Jugendlichen diesen Alters die Kultur näher zu bringen. Genau. Wie sind denn jetzt so die ersten Erfahrungen, die ersten Erfolge? Klappt das? Ja, das klappt gut. Wir waren zum Beispiel im Kommatheater, haben so einen Theaterworkshop mit zwei Schauspielern gemacht, mit Till und Nils Beckmann. Und auf der Rückfahrt, das Erste, was sie gesagt haben, können wir noch mal wieder da hingehen und auch was angucken mit denen? Also die sind dann total angezündet und die haben dann richtig Bock.
vielleicht weil die Kultur in dem Moment auch nicht mehr als so ein, ja, als so ein Heiligtum empfinden, sondern weil die feststellen, weil die das ist was, wollte ich gerade sagen, wo man auf der einen Seite mitmachen kann, auf der anderen Seite aber auch feststellt, no, das ist eigentlich was, was sogar Spaß macht, da ist nur so ein böses Wort, was davor steht. Genau. Mit Kultur können die auch vorher gar nichts anfangen. Okay. Also die meisten denken bei Kultur tatsächlich an unterschiedliche Kulturen. An Essen, wenn man die vorher fragt, was ist Kultur, dann denken die sowas. Okay. Und auf einmal ist das so was Greifbares, was Spannendes, was Witziges. Und wenn auch nicht nur irgendwie so altersbedingt mit irgendwelchen Silberlocken etc. zu tun hat, sondern wo jeder mitmachen kann. Okay. Das Projekt, das läuft jetzt ungefähr seit einem halben Jahr, wird auch weiter fortgeführt. Genau. In welcher Schule passiert das denn jetzt? Wo scoutest du einfach? Bisher war ich an der Gesamtschule Globus am Dellplatz. Okay. Und jetzt demnächst übernehme ich die Comenius Hauptschule in Duisburg. Und wird das ein Unterschied? Wird das ein gravierender Unterschied? Oder ist das jetzt einfach eine Sache, ja, wo du auch ins kalte Wasser springst und sagst, dann gucke ich mir einfach mal an? Ich würde sagen, ich springe einfach ins kalte Wasser. Also, ich habe vorher sowas auch noch nie gemacht. Ich war vorher auch ein bisschen nervös, aber das hat total gut geklappt. Und ich denke, es wird wieder ähnlich. Einfach neue Kids, aber genauso spannend und also Angst habe ich nicht, es wird gut. Wie wird man denn Schulkultur-Kontaktstellen-Scout beim Kulturrucksack? Ich studiere Theaterwissenschaft und Theaterpädagogik und das ist halt so meine Richtung, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten oder überhaupt Kultur näher zu bringen und ja, habe ich eine Bewerbung geschrieben und dann habe ich das bekommen. Stellt sich jetzt heraus, wenn man das Ganze so betrachtet, ja, ich sag mal, dass sich da irgendwie so ein richtiger Schatz heben lässt, dass das eine Gruppe ja, ist, die eigentlich völlig zu Unrecht bisher vernachlässigt auf wurde? Auf jeden Fall. Okay. Ja, die saugen das schon auf. Okay. Dann freuen wir uns jetzt auf Remember Me und werden uns zu diesem Thema mit Sicherheit nochmal öfter sprechen. Genau, Premiere 21. 20 Uhr im Comedy Theater. Dankeschön.